So spricht jetzt der Kollege Christian Haase. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Plattenbauprogramm der DDR. Daran hat mich der vorliegende Antrag der Linken erinnert. Damals, 1973, wurde von oben herab ein Wohnungsbauprogramm verordnet. Einziges Ziel, 3 Millionen neue Wohnungen. Unabhängig vom Bedarf, unabhängig von der Effizienz, unabhängig von den Wünschen der Bürgerinnen und Bürger, die nachher in diesen Wohnungen wohnen mussten. In der Bundesrepublik machen wir heute zum Glück eine andere Politik. Keine Bevormundung, sondern Vielfalt. Vielfalt zwischen Miete und Wohneigentum und Vielfalt auf der Investorenseite. Dort, wo sie sinnvoll oder gewachsen ist, haben wir schon heute eine gemeinnützige Wohnungswirtschaft, die meist gut funktioniert. Als ehemaliges Aufsichtsratmitglied eines solchen Unternehmens weiß ich, worüber ich spreche. Die Linken fordern dagegen einen gigantischen staatlichen Wohnungsbausektor, egal wo, egal wie teuer. Sie trauen sich schon nicht, eine Summe für die angedachte Gemeinschaftsaufgabe zu nennen. Ein zweistelliger Milliardenbetrag wird es aber wohl sein. Dazu kommt, 5 Milliarden fließen an die Länder als Ersatz für die bisherigen Kompensationsmittel. Das wären 5-mal mehr als bisher. Und 2 Milliarden Euro an die Länder als Ersatz für die Städtebaumittel. Mit weiteren 5 Milliarden Euro soll der Energie- und Klimafonds reich beschenkt werden. Das sind dann zusammen nochmals 12 Milliarden Euro und das im Jahr. Liebe Kolleginnen und Kollegen von den Linken, Ihre Luftschlösser nehmen damit gigantische Ausmaße an und die Finanzierung bleibt komplett im Nebel. Frau Blum, das ist keine Win-Win-Situation, sondern eine Wind-Wind-Situation. Eine verantwortungsvolle Politik sieht sicherlich ganz anders aus. Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch inhaltlich gibt es 3 entscheidende Argumente gegen eine rein staatliche oder gemeinnützige Wohnungswirtschaft. Erstens, die Politik hätte durch die gewaltigen staatlichen Subventionen und Fördergelder einen enormen Einfluss auf diese gemeinnützigen Unternehmen. Und ein guter Politiker ist noch lange kein guter Manager von Wohnungsbauunternehmen. Und wohin das führt, haben wir oft genug erlebt. Der riesige Wohnungsbaukonzern Neue Heimat, der ja auch in Ihrer Antragsbegründung Erwähnung findet, sollte uns da ein mahnendes Beispiel sein. Dieses Gewerkschaftsunternehmen betrieb unter dem Deckmantel der Gemeinnützigkeit jahrzehntelange Misswirtschaft. Und die Linken fordern nun die Auferstehung dieses Geschäftsmodells. Die zweite Folge: staatlich geförderte Ghettoisierung durch Großsiedlung, dort, wo Durchmischung gefragt werde, das können wir doch nicht ernsthaft wollen. Die Negativbeispiele Duisburg-Marxloh oder Berlin-Neukölln geistern seit langem durch die Presse. Kollege Haase, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Blum? Nein, ich bin gerade im Schwung. Man könnte hier noch viele andere Stadtteile aus ganz Deutschland nennen. In diesen Vierteln haben wir gewaltige Probleme. Religiöse Radikalisierung, Bandenkriminalität und rechtsfreie Räume. Das sind die Sorgen der Menschen in unserem Land. Liebe Freunde, mögen etwas gegen diese Ghettos tun und sich auch noch staatlich fördern. Drittens wäre es ein weiteres Ergebnis dieses Antrages, dass die Kommunen faktisch gezwungen werden sollen, solche Unternehmen zu gründen. Ansonsten würden sie keine Unterstützung mehr erhalten, wenn sie die Wohnungsnot vor Ort bekämpfen wollen. Diese Bevormundung ist keine Unionspolitik. Wir wollen, dass die Kommunen selber entscheiden können, wie sie dem Wohnungsmangel begegnen. Denn darüber sind wir uns ja offensichtlich einig. Natürlich herrscht in vielen Großstädten ein Mangel an Wohnraum. Natürlich müssen wir Politiker hier Lösungen finden. Aber genau das tun wir auch. Die Kolleginnen und Kollegen der Regierungskoalition haben die Punkte benannt. Und ich will auch daran erinnern, dass wir in den 90er Jahren 600.000 neue Wohnungen jedes Jahr gebaut haben, ohne ein solches Programm wie in Ihrem Antrag. Liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt müssen wir diese Politik in der Praxis wirken lassen. Denn ein kurzfristig und unangemessen aufgeheizter Wohnungsbaumarkt treibt zunächst einmal die Baupreise nach oben. Und damit wird wieder viel Geld verbrannt. Was wir brauchen, sind Kontinuität und Verlässlichkeit, damit die Wohnungswirtschaft Kapazitäten aufbaut. Denn gerade in der Baupolitik sind langfristiges Denken und Fingerspitzengefühl gefragt. Konsequenzen der Baupolitik sehen wir oft erst nach vielen Jahren. Dann können manche demografische Trends schon wieder vorbei sein. 3 kurze Beispiele. Die Erstsemesterzahlen gehen nach neuesten Studien viel stärker zurück, als es die Kultusministerkonferenz erwartet. Wie lange hält also der Bedarf nach mehr Studentenwohnungen an? Oder wie viele Wohnungen für Flüchtlinge brauchen wir tatsächlich? Wird die Urbanisierung anhalten? Diese Fragen zeigen,
dass wir in jedem Fall durchdachte und flexible Konzepte brauchen, und alles andere ist nicht nachhaltig. Jetzt einen milliardenschweren öffentlichen Wohnungssektor zu fordern, ist unter diesen Gesichtspunkten völlig unverantwortlich. Gerade als Vertreter kommunalpolitischer Interessen kann ich wirklich nur davor warnen, den Kommunen diese gewaltige Aufgabe aufzubürden. Eine Aufgabe, die per Definition, so schreiben Sie das ausdrücklich in Ihrem Antrag, unrentabel wäre. Bei den Kommunen würde sie aber dennoch Personal und Geld binden, und dabei sind schon jetzt viele kommunale Haushalte auf Kante genäht. Für andere wichtige Investitionen stünde dann automatisch weniger Geld zur Verfügung. Wir sprechen in Deutschland von einem kommunalen Investitionsstau von 130 Milliarden Euro. Und während wir mit dem Kommunalen Investitionsgesetz dagegenhalten, wollen Sie neue Investitionspflichten festzurren. Sollten wir nicht den Kommunen vor Ort die Entscheidung überlassen, wo sie ihre Ressourcen einsetzen? Der vorliegende Antrag zwingt die Kommunen, alles auf eine Karte zu setzen. Wir wollen den Kommunen die Wahl lassen. Denn kommunale Wohnungsunternehmen sind bereits ein wichtiger Teil der deutschen Wohnungswirtschaft. Sie bieten bezahlbare Mieten und tragen so zu einer ausgewogenen Stadtentwicklung bei. Laut Städte- und Gemeindebund sind es über 700 Unternehmen, die ca. 2,5 Millionen Wohnungen in Deutschland besitzen. Diese Möglichkeit wird also schon intensiv genutzt, überall dort, wo sie sinnvoll ist. Auch genossenschaftliche Modelle leisten einen wichtigen Beitrag, wenn es um bezahlbaren Wohnraum geht. Es lassen sich viele positive Beispiele nennen, etwa der Schalker Bauverein aus Gelsenkirchen. Hier müssen wir schauen, wie wir die Wohnungsbaugenossenschaften besser unterstützen können. Und Herr Mindrop hat eben an seinem Beispiel ja deutlich gemacht, dass das unter den gegebenen Rahmenbedingungen gut funktioniert. Und diese gut funktionierenden Unternehmen wollen den Linken nun mit ihrem Antrag auch noch die Arbeit erschweren. Die Liste der zusätzlichen Pflichten und Regeln für gemeinnützige Unternehmen ist lang. Der Kontrollmechanismus ist aufgebläht. Ein wenig mehr Vertrauen auch für die kommunale Familie wäre da besser. Aber wenn man planlos Milliarden in ein System pumpt, ist eine entsprechende Überprüfung natürlich nötig. Die beschriebene Vier-Ebenen-Kontrolle wird es allerdings zum Nulltarif nicht geben. Also wieder mal mehr Bürokratie. Aber noch viel schlimmer allerdings wäre die Gängelung der betroffenen Unternehmen. So beheben wir die Wohnungsnot in Deutschland nicht. Ein letzter Aspekt ist, viele Kommunen haben gar keine Wohnungsnot. Ganz im Gegenteil. Viele Kommunen im ländlichen Raum leiden unter einem Bevölkerungsrückgang. Dieses Ungleichgewicht müssen wir mal viel stärker in den Blick nehmen. Wenn wir die Attraktivität kleinerer Städte erhöhen, unterstützen wir nicht nur die Menschen, die dort leben, sondern verringern auch den Zuzug in die Ballungsräume. In diesem Zusammenhang ist auch die Wohnsitzauflage für Flüchtlinge zu nennen. Ich leite derzeit eine Arbeitsgruppe zum Thema Integration bei der Kommunalpolitischen Vereinigung. Alle Bürgermeister bestätigen mir, wie wichtig die Wohnsitzauflage für eine Planungssicherheit bei der Integration ist. Viele Flüchtlinge zieht es in die Großstädte, wo schon Landsleute und Verwandte leben. Das erschwert die Durchführung einer planmäßigen Integration massiv und verstärkt die Wohnungsknappheit. Mit einer Wohnsitzauflage beugen wir deshalb auf einen Streich zwei Probleme vor. Und natürlich müssen wir Flüchtlingen, die auf dem Land bleiben, eine Perspektive bieten. Die ideale Gelegenheit, die Strukturförderung im ländlichen Raum voranzutreiben. Meine Damen und Herren, zweierlei hat die heutige Debatte klargemacht. Erstens, in der Baupolitik ist Fingerspitzengefühl gefragt. Und zweitens, die deutsche Wohnungswirtschaft ist vielfältig. Das sollten wir beibehalten und mit Augenmaß weiter fördern. Wahlfreiheit statt Bevormundung, das ist und bleibt unsere Politik. Der Kollege Detlef Pilger spricht jetzt für die SPD.